Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich begrüße euch heute ganz herzlich zu unserem Kinderkreuzweg an Karfreitag. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier in der St. Magnuskirche, ihr seid zu Hause. Und trotzdem sind wir miteinander verbunden, und zwar durch Gott und durch unseren Glauben. Und wir beginnen diesen Kreuzweg mit dem Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Als Zeichen, dass Gott, dass Jesus in unserer Mitte ist, zünden wir eine Kerze an. Wir haben uns heute versammelt, um Karfreitag zu feiern. Karfreitag ist einer der wichtigsten Feiertage unseres Glaubens, also für die Christen. Und das ist ein bisschen ein merkwürdiger Tag. Alles ist ruhig. In der Kirche trägt man eher dunkle Kleidung. Man isst keine Süßigkeiten, keine Wurst und auch kein Fleisch. Und alles ist irgendwie traurig. Aber das ist ja auch ganz normal, denn wir denken heute an das Leiden und an das Sterben von Jesus. Und das macht uns halt einfach traurig. Aber eins sollt ihr wissen. Ohne das Leiden und das Sterben Jesu gibt es keine Auferstehung. Und ohne den Karfreitag gibt es folglich auch kein Ostern. Und auf Ostern freut ihr euch ja sicher alle schon sehr. Denn da bekommt wahrscheinlich jeder ein Osternest und da ist dann die Freude groß. Aber heute wollen wir vorerst eben an den Karfreitag das Leiden und Sterben Jesu bedenken. Und es freut mich, dass ihr dabei seid, denn hier zeigt sich Gottes große Liebe zu uns. Das ist ein tiefes Geheimnis und für das müssen wir wirklich unsere Herzen weit öffnen. So wollen wir mit einem Gebet beginnen. Guter Vater, wir haben uns versammelt, um an das Leiden und Sterben von Jesus zu denken. Vieles davon können wir nicht verstehen, aber wir bitten dich, öffne unsere Herzen für deine Liebe. Amen. Zuerst erinnern wir uns an das Leben von Jesus. Wir hören das ganze Jahr über von Jesus. Jesus, wie er die Kranken geheilt hat, aber denken wir auch an den blinden Bartimäus, der dann wieder sehen konnte. Oder denken wir an den Gelähmten, der wieder laufen konnte. Jesus hat die Traurigen getröstet. Er hat die Kinder gesegnet. Jesus will, dass es allen Menschen gut geht. Er will, dass die Menschen gut miteinander umgehen. Er will unser Leben besser machen und uns helfen. Wir wissen es, dass Jesus ganz viel Gutes gemacht hat. Aber da hat es auch Menschen gegeben, die wollten den Jesus nicht haben. Die hatten sogar Angst vor ihm. Und am Ende musste er deswegen sogar am Kreuz sterben.
Diese Geschichte hört ihr jetzt. Und nach jeder Station wollen wir ein Gebet sprechen. Dazu kannst du die Hände falten. Und anschließend singen wir ein Lied. Bitte sing doch zu Hause mit. In Jerusalem stehen viele Menschen am Wegesrand. Sie freuen sich, sie winken, sie haben Palmen in den Händen. Sie rufen alle begeistert: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna! Sie rufen das Jesus zu, denn dieser reitet auf einem Esel in die Stadt. Hier in Jerusalem will er mit seinen Jüngern das Pessachfest feiern. Die Leute sind begeistert und rufen immer wieder: Hosianna, gelobt sei der, der im Namen Gottes kommt. Hosianna! Jesus, du sollst unser König sein. Hosianna, wir loben dich. Hosianna, wir preisen dich. Hosianna, wir jubeln dir zu. Jesus, wir bereiten dir unser Herz. Zieh bei uns ein. Amen. Ein Mahl wird vorbereitet, das Pessachmahl. Jesus will es in einem Saal mit seinen Freunden feiern. Es wird das letzte Essen von Jesus mit seinen Freunden sein und deshalb will er seinen Jüngern noch einmal zeigen: Ich bin immer bei euch, egal was passiert. Seine Freunde schauen gebannt auf ihn. Jesus nimmt das Brot, dankt Gott und sagt: Nehmt und esst das Brot, das ist mein Leib. Ich bin das Brot des Lebens. Die Jünger verstehen nicht, was das bedeutet, aber sie spüren, dass diese Worte wichtig sind. Guter Jesus, du liebst deine Freunde und gibst ihnen das Brot des Lebens. Du willst mit ihnen ganz eins sein. Hilf uns, dass wir miteinander verbunden bleiben und eins sind, wie die vielen Körner ein einziges Brot sind. Amen. Wollt uns Leben geben.
Nach dem Abendmahl geht Jesus mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane hinaus. Dort sagt er zu ihnen: Ich will ein wenig allein sein, um zu beten. Ich habe große Angst, was auf mich zukommt. Jesus hebt die Hände zum Himmel und spricht mit Gott und zittert dabei. Doch dann sagt er: Vater, dein Wille soll geschehen. Da kommen auch schon die Soldaten und fesseln Jesus. Als seine Freunde das sehen, laufen sie weg. Alle Freunde lassen Jesus im Stich. Jesus, du hast Angst. Du zitterst und bist ganz allein. Du spürst, es wird ein schwerer Weg werden. Wir bitten dich, sei uns nahe, wenn wir Angst haben. Amen. Die Soldaten nehmen Jesus mit und bringen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Er wird gezwungen, sein Kreuz selber zu tragen. Das Kreuz ist sehr, sehr schwer. Jesus ist müde, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Und zudem haben ihn die Soldaten übel zugerichtet und ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Armer Jesus, dein Kreuzweg beginnt. Du willst ihn gehen. Du nimmst das Kreuz auf dich. Sei allen nahe, die eine schwere Last tragen und traurig sind. Herr, dein Kreuz ist groß, dein Kreuz ist schwer. Du nimmst es auf. Wir danken dir. Amen. Jesus fällt unter dem schweren Kreuz. Er kann nicht mehr. Doch er wird gezwungen, aufzustehen und weiterzugehen. Guter Jesus, du liegst am Boden. Dein Weg ist noch nicht zu Ende. Dein Kreuzweg verlangt deine ganze Kraft. Du gehst ihn, weil du uns liebst. Sei uns nahe, wenn wir fallen, damit wir wieder aufstehen und weitergehen können. Amen.
Maria ist Jesus nachgegangen. Sie hat ihn nicht aus den Augen verloren, denn sie hat Jesus lieb. Jetzt kommt Jesus ganz nah an ihr vorbei. Maria spürt seine Schmerzen, doch leider kann sie ihm nicht helfen. Die beiden sehen sich an und Jesus weiß, meine Mama hat mich lieb. Sie fühlt mit mir. Sie lässt mich nicht alleine. Heilige Maria, du begleitest Jesus auf seinem Kreuzweg. Wie sehr fühlst du mit ihm? Du spürst sein Leid und seine Schmerzen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für alle Menschen, die leiden. Bitte für alle, die ein Kreuz tragen. Bitte für uns Sünder. Amen. Jesus ist total erschöpft, weil das Kreuz so schwer und der Weg so weit ist. Die Soldaten denken auf einmal voller Furcht, wird er den Weg auf den Berg Golgotha noch schaffen oder wird er schon vorher sterben? Das wollen wir auf keinen Fall. Da kommt ein Mann gerade von der Feldarbeit heim. Er heißt Simon von Cyrene. Die Soldaten befehlen ihn, hilf Jesus das Kreuz tragen, fass mit an, du hast noch Kraft. Simon hat gar keine Wahl, er muss Jesus helfen. Aber er spürt tief in seinem Inneren, es ist gut, es ist echt gut, dass ich Jesus helfen darf. Jesus, der Weg ist lang, das Kreuz ist schwer, deine Kraft nimmt ab. Da soll Simon dir helfen, das schwere Kreuz zu tragen. Simon hat dir geholfen und dir dein Kreuz leichter gemacht. Gib uns die Kraft, dass wir anderen die Lasten leichter machen, dass wir mit unseren Händen helfen und Gutes tun. Amen. Nun sind sie am Ziel auf dem Berg Golgatha angekommen. Die Soldaten legen Jesus auf das Kreuz. Sie nageln ihn mit brutaler Gewalt an die Balken. Der Schmerz ist unendlich groß.
Dann stellen die Soldaten das Kreuz auf. Alle sollen sehen, dass Jesus am Kreuz leiden muss. Guter Jesus, deine Hände und Füße sind angenagelt. Nun kannst du nichts mehr tun. Doch das Größte tust du für uns. Du gibst dein Leben für uns. Jesus, deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Schmerzen. Amen. Jesus hängt am Kreuz. Er ist ganz allein. Bevor Jesus stirbt, betet er für die, die ihn gequält haben. Vater, vergib ihnen, was sie getan haben. Ich habe sie alle gern. Und dann sagt er: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Dann stirbt Jesus. Guter Jesus, danke für dein Leben, danke für dein Licht, danke für deine Worte, danke für deine Taten, danke, weil du alles gibst, danke, weil du uns alle liebst, danke, Jesus, für dein Kreuz, danke für dein Leben. Amen. Kommen wir eigentlich zum schönsten Moment vom Kreuzweg. Denn Jesus will nicht, dass wir traurig und betrübt bleiben. Er will uns neue Hoffnung geben. Gott lässt Jesus nicht im Tod. Er weckt ihn auf und so wird Jesus am dritten Tag von den Toten zum Leben auferstehen. Mit Jesus bricht neues Leben an. Alle können sich freuen. Das feiern wir an Ostern. Jetzt wollen wir aber zum Schluss gemeinsam das Vaterunser beten. Und dazu stehen wir auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schluss wollen wir noch um Gottes Segen bitten. Du kannst daheim einfach die Bewegungen mitmachen. Gott sei vor uns und führe uns. Gott sei hinter uns und stärke uns. Gott sei neben uns und steh uns bei. Gott sei über uns und beschütze uns. Gott sei unter uns und trage uns. Gott sei in uns, jetzt und alle Tage. Amen. Und so segne uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss bedanken wir uns noch ganz herzlich bei euch, dass ihr so prima durchgehalten habt und mit uns diesen Kreuzweg gefeiert habt. Ich habe aber noch drei Fragen an euch. Ich frage mich, was ist wohl das Wichtigste an dieser Geschichte? Ich frage mich, ob du in dieser Geschichte irgendwo vorkommst. Und ich frage mich, könnte man etwas davon weglassen und trotzdem hätten wir dann die ganze Geschichte zusammen? Das alles könnt ihr noch mit eurer Familie vielleicht gemeinsam durchdenken, durchsprechen. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen besinnlichen und ruhigen Karfreitag und viel Freude jetzt schon für euer Osterfest. Tschüss!